Psalm 27. Psalm 27, und wir lesen da die ersten paar Versen. Am Psalm Davids: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Darum, so die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Wenn ich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Und hier wird als Erste gesagt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wir wissen, dass der Herr Jesus das Licht des Menschen ist, das Licht des Lebens ist und das Licht dieser Welt ist. Das sagt er in Johannes Kapitel 1. Man kann auch sagen, er ist das Licht von der sozialen Welt, der künstlerischen Welt, der religiösen Welt. Und deswegen, wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt er: Wandle im Licht, wie er im Licht ist. Und wenn du im Licht wandelst, anhand von Gottes Wort und ein reines Gewissen, dann wandelst du niemals in Finsternis, aber hast du das Licht des Lebens. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn wir Licht haben, das ist verbunden mit einer geöffneten Bibel. Komm nach Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort ist ein Licht und Jesus Christus ist das Licht. Und deswegen braucht man immer eine offene Bibel, um jeden Tag ins Licht zu wandeln. Da ist kein Licht in den neuen Bibeln, kein Licht in älteren Manuskripten, kein Licht in archäologischen Entdeckungen und so weiter. Die geben nicht extra Licht in dem, was wir in dieser Bibel als Licht schon bekommen haben. Wenn du mal mit jemandem sprichst, die sagt: ich habe in die neue Bibel ein neues Ding, musst du sagen: Was hast du entdeckt? Und dann kannst du sehen, alles, was sie sagen, dass sie entdeckt haben, siehst du auch und noch besser in diese Bibel, die Heilige Schrift von Martin Luther, die unrevidierte Lutherbibel. Der Autor von aller Licht ist Gott. Es ist interessant, in 1. Mose, dann lesen wir in Kapitel 1, Vers 3, Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Sondern das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Was war das für Licht? Das ist nicht die Sonne. Weil die Sonne, die wird gemacht in Vers 14 bei dem vierten Tag. Der vierte Tag, dann lesen wir: Es werden Lichter an der Weste des Himmels, sprach Gott, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden, und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein Großlicht, das den Tag regiere, das ist die Sonne, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne, das ist der Mond. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden das Licht und Finsternis, und Gott sah, dass es gut war. Das war der vierte Tag. Aber wir lesen hier an der erste Tag, es Licht fängt an zu scheinen. Was war das dann für Licht? In Vers 3. Nur wir wissen, dass Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Jesus wurde nicht geschaffen, nein, er fängt an zu scheinen und scheint, wenn das Licht anfängt zu scheinen, scheidet Gott Licht vom Finsternis. Im Moment, dass du anfängst zu zeugen, fängt Licht an zu scheiden und viele alte Freunde sagen: Mit dir oder Familie oder Bekannte, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist das wahre Licht, Jesus Christus möchte. Damals hat es geschienen in der Schöpfung, nun scheint es in jeder, die von neuem geboren ist und die zeugt von Jesus Christus. Das ist auch der wahre Grund, warum die meisten Christen nicht zeugen von Jesus Christus. Weil sie wissen, im Moment sie zeugen, Licht fängt an zu scheinen, und die meisten Freunde, Familie, Bekannte lieben
die Finsternis, mehr denn das Licht, weil ihre Werke sind böse. Und darum zeugen sie nicht. Dann können sie Gemeinschaft haben mit die weltlichen Christen oder Heiden, die noch in der Finsternis bleiben, weil sie möchten nicht ihre Werke offenbar werden. Das Problem mit den meisten Christen, sie zeugen nicht. Also hier sehen wir das Licht der Welt, das ist eigentlich den Herrn Jesus Christus. Und am Moment, dass du anfängst, die Bibel zu studieren, dann bete ich immer, Gott, gib mir Licht, Offenbarung, in einfach die deutsche Übersetzung. Hilf mir, das Buch zu verstehen. Ich kann es nicht verstehen, mit Ausnahme, wenn Gott mir Licht gibt. Gott scheint Licht hinter dir. Da kannst du verstehen, warum hat Gott bestimmte Dinge erlaubt in deinem Leben. Gott gibt Licht vor dir. Das heißt, du brauchst genügend Licht für den nächsten Schritt. Und Gott gibt auch Licht rundum dir. Ja, das ist das Lied, Herr, lass mein Licht scheinen. Und gib Licht über dich. Das heißt, so kannst du lesen, was Gott dir in der Heiligen Schrift hat gegeben. In Vers 27 lesen wir, Herr, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Gott ist ein Lebens, ist meines Lebens Kraft. Wenn Jesus dich erfüllt, dann bekommst du Freude und die Freude ist unsere Kraft. Das ist Mut, um jeden Tag die Probleme anzuschauen. Und geht viel weiter als dein Diät, dein Übungsprogramm, dein Trainingsprogramm und so weiter. Jesus ist und soll deines Lebens Kraft sein. Deswegen gibt es keinen Grund, um dich Angst zu ängsten. Vor wem sollte mir grauen? Darum, Vers 2, so die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Hier ist es eine buchstäbliche Sache in der Trübsalzeit von Kannibalismus, dass Juden in der zweiten Hälfte von Jakobs Trübsalzeit als Teil der Anbetung von der Teufel offenbar dem Fleisch, der Antichrist, ihr Fleisch wird gegessen und ihr Blut wird getrunken. Das kommt von dem Wort Kannibal, das chaldäische Wort für Priester ist Kan. Ankane ist ein Priester von, Ankanebaal ist ein Priester von Baal. Und wir identifizieren das mit einer Person, die Menschenfleisch isst. Das soll so geschehen in der Trübsalzeit. Wir haben das schon gesehen in Psalm 16, Vers 4. Da lesen wir, aber jene, die einem anderen nacheilen, werden groß Herzeleid haben. Ich will ihres Trankopfers mit dem Blut nicht opfern, noch ihre Namen in meinen Mund führen. Trankopfer ist mit Blut geopfert in der Trübsalzeit. Das Blut von den Juden. Das wird getrunken. Heute sehen wir das in die Messe, die katholische Messe, wo nur die katholische Priester darf den Wein trinken und der offizielle Lehrer vom Konzil von Trent, das ändert sich in das buchstäbliche Blut von Jesus Christus. Dann lesen wir in Jesaja 6, Vers 13. Jesaja 6, Vers 13. Doch soll noch das zehnte Teil drinnen bleiben, denn es, die Überrest Israels, wird weggeführt und verheert werden wie ein Eich und Linde, welche den Stamm haben, obwohl ihre Blätter abgestoßen sind. Ein heiliger Same wird solcher Stamm sein, heiliger Same, das wird verheert, das wird gegessen in der Trübsalzeit. Und wir lesen dann schlussendlich in Offenbarung Kapitel 6, Vers 11 im Neuen Testament. Und ihnen ward gegeben einem jedichen ein weißes Kleid, das sind die Seele im Himmel, und ward zu ihnen gesagt, dass sie ruheten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, das sind Juden, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Das Juden als Volk werden geschlachtet und gegessen und ihr Blut getrunken als Anbetung für diesen falschen Christus. Dieser Antichrist aus Rom. Und wenn ihr, die mit serbischem Hintergrund,
gibt ein Buch, das heißt der Holocaust des Vatikans in Serbien. 1,5 Millionen bis 2 Millionen Serber sind abgeschlachtet zwischen 41, 42 und 44 von der Ustascha. Vers 3, da lesen wir in Psalm 27, wenn ich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Und wir sehen im Alten Testament, das ist eine Beschreibung von Völker, wie Gott mit Völker hat, die oft Kriege führen, das ist ganze Heere, die einander bekriegen, dass oft ein fremdes Heer Israel bedroht. Hezekia in 2. Könige 19, da kommt der Anführer und die spricht in die hebräische Sprache zu den Männern auf der Mauer, ihr müsst nicht eure König Hezekia hören, nein, ihr müsst mein König, der König von Assur, glaube ich, hören, weil kein Vorgang gegen ihn bestanden. Das heißt, übergibt euch einfach und ihr könnt ruhig leben und so weiter. Und Hezekia sagt, nein, ihr sollt nicht hören, ihr sollt kämpfen und Gott soll für euch kämpfen. Da kommen Dinge in deinem Leben, du kannst nichts tun, du kannst nur alles an Herrn übergeben und Gott muss für dich kämpfen und du sollst was? Stille sein. Wie das Volk hinter Mose, sie sind beim Roten Meer und die größte Armee der Welt kommt hinter sie, unter der Anführung von Pharao, die wütend ist, wegen der Tötung seines Sohnes, erstgeborenen Sohnes. Was sagt Gott zu Mose? Ich kämpfe für euch und du sollst stille sein. Meer spaltet sich, sie gehen alle Ruhe durch und da kommt eine Wolke hinten und die ganze Armee kann sie nicht, das ganze Volk nicht einholen, überholen. Das ist eine wichtige Lektion für jeden von uns. Gutes Beispiel, in 2. Samuel 10 haben wir bei Joab, ich möchte gerne nochmal anschauen und das zeigt nochmal die Wichtigkeit von Initiative übernehmen. 2. Samuel 10, Vers 13, fangen wir an mit Vers 9. 2. Samuel 10, Seite 467, Vers 9. Der Job nun sah, dass der Streit auf ihn gestellt war, vorne und hinten erwählte er aus aller jungen Männern Mannschaft in Israel und rüstete sich wieder die Syrer. Das übrige Volk tat er unter die Hand seines Bruders Abisai, dass er sich rüstete wieder die Kinder Ammon. Und sprach, werden mir die Syrer überlegen sein, so kommen mir zu Hilfe. Werden aber die Kinder Ammon dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei getrost, ein schönes Vers, um also nicht zu lernen. Lass uns stark sein für unseren Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Das sind Minderheit. Was kann man tun? Vers 13, Job machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, zu streiten wieder die Syrer. Und sie flohen vor ihm. Mit anderen Worten, er hat Initiative genommen als Minderheit, geht in die Attacke, die Syrer fliehen und das Volk davon, Vers 14, die Kinder Ammon, die andere Gruppe, die Israel attackieren möchte, sahen, dass die Syrer flohen sie auch vor Abisi und zogen in die Stadt. Und also kehrte Joab um von den Kindern Ammon und kam in Jerusalem. Und sie fliehen einfach. Mit anderen Worten, wenn du die Initiative übernimmst, siehst du oft, dass die Feinde anfangen zu fliehen. Und das gleiche sehen wir bei Gideon in Richter 7. Er sagt mit 300 Mann, obwohl schon mehr als 230.000 werden weggeschickt. Folge mich, tue wie ich. Eine Fackel in die Krüge, die müssen kaputtgeschlagen werden. Sie müssen schreien für den Herrn und für Gideon, mit Trompete blasen. Und 135.000 Mann werden geschlagen, obwohl man 300 Juden waren. Mit anderen Worten, wenn Gott vor ist, dann kann man sagen, dann ist niemand gegen dich. Also die können nicht durchkommen. Heute haben wir ein Problem in Schweiz, aber im Allgemeinen in Europa. Der größte Feind ist nicht Putins Kommunismus oder der Islam. Der größte Feind ist immer Rom. Und indirekt eine EU, die eigentlich politisch, wirtschaftlich die ganze Sache übernimmt und dass wir so in eine Diktatorschaft eingeführt werden. Zurück zu unserem Text in Psalm 27, Vers 4. Einst bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu besuchen. Denn er deckt mich in seine Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt
und erhöht mich auf einem Felsen und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich in seine Hütte Lob opfern, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Das ist ein Bitte, dass Gott David hört. Und das ist eigentlich ein Hinweis zu der Trübsalszeit, Jakobs Trübsalszeit, wo eigentlich David als Bild einer Trübsalheilige Gott anruft. Und das ist ein Moment, dass die Trübsalheiligen entrückt sind und da kommt eine schreckliche Zeit über Jakob Israel in dieser Zeit. Und in diesem Zusammenhang lesen wir die Hütte Gottes zur bösen Zeit, das ist die Trübsalszeit, der Antichrist, der Teufel offenbart im Fleisch, sich offenbart in Israel, aus Rom kommt hier, kommt dann Israel, geht nach Babylon und kommt dann zurück, um Jerusalem zu zerstören. Und seine Hütte ist das himmlische Jerusalem hier auf dem Berg Zion. Es gibt zwei Jerusalems, es gibt ein Jerusalem auf Erden, das kennen wir, und das ist ein Bild von das himmlische Jerusalem oben. Komm nach Hebräer, Kapitel 12, Vers 22. Hebräer 12, Vers 22 lesen wir: Ihr seid kommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge viel tausend Engel. Das ist ein himmlisches Jerusalem und die wird genannt in Galater 4 unser aller Mutter. Und das himmlische Jerusalem finden wir noch einmal in Offenbarung Kapitel 14, Vers 1. Ich sah ein Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirn. Das sind diejenigen, die im Himmel entrückt sind, auf dem Berg Zion im Himmel. Es gibt einen Berg Zion und ein himmlisches Jerusalem im dritten Himmel und am Berg Zion und in Jerusalem auf Erde. Das ist ein Bild von das Himmlische. Das ist ein großer Unterschied, um mitzunehmen. Dann lesen wir in Vers 6 vom Psalm 27: Und wird, das ist Gott, nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich in seiner Hütte Lob opfern, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Dann wurde, wir sind eigentlich, siehst du, David ist oder Überrest Israel oder wir als Christen, wir sind geschaffen, um Gott Lob zu opfern, Gott zu singen und zu Lob sagen. Das ist eine unserer Rufe. Man sieht es heute abgeschwächt mit all diesen Top 40 Rock'n'Roll-Lieder. Ja, man macht Musik, Musik ist die Weltsprache, gute Musik, kann sich noch näher mit werden mit einer guten Melodie. Das ist eigentlich heute eine Abschwächung von eigentlich Gott anbeten. Musik ist gegeben, um Gott zu loben, zu preisen und zu danken. Das ist die ursprüngliche Funktion von Musik. Und was hörst du? Gut, wenn du gut hört, auch die Operas und Operettes über Mord, Ehebruch, de Frau eines anderen nehmen und so weiter, Hurerei. Das sind die Themen heute, die besprochen werden in de Opera, Operettes, auch in Schönen Wien, oder in die Rock'n'Roll-Lieder seit Jahren 50, 60 von de Beatles, de Stones und Elvis Presley. Einfach, de Mensch wird verherrlicht, vergötzt. Und das ist eine Nachahmung von de ware Anbetung von de lebendigen Gott, von Jesus Christus. Das ist eigentlich, warum Musik schlussendlich gemacht ist. Und David, die weist hin in Vers 6, er wird erhöhen mein Haupt über meine Feinde, Sieg im Kampf, und das ist verbunden mit Lob, Dank und Anbetung, den Herrn. Und was sehen wir heute? Ein Fußballmannschaft spielt in einer anderen, Champions League und so weiter, und eine Mannschaft gewinnt, und sie preisen, sie sind dankbar, sie singen und so weiter, inklusive die Supporters, aber es ist eigentlich eine Abschwachung von eigentlich, der wahre Sieg ist verbunden mit lebendigen Gott gegen den Feind und Gott soll alle Ehre bekommen für jeden Sieg. Und hier sehen wir eigentlich ein fleischliches Spiel, wo Menschen Ehre bekommen von anderen. Und es ist ab und zu, wenn eine Person, Messi ist ein gutes Beispiel, hat er eine wahnsinnige Aktion gemacht, was tun die Leute? Die tun das. Es ist eigentlich sehr blasphemisch. Sie anbeten einen Mensch, einen Spieler, der zufälligerweise Fußball spielen kann, anstatt. Und das ist auch nicht, was er das macht, das ist auch nicht der Hinweis zu Gott, das ist der Hinweis zu seiner Oma. Das ist nicht zu Gott.
die dann gestorben ist, und so ein Dank von, hey, das, ich vergesse nicht, Oma, das tue ich für dich. Also das ist eigentlich, wenn man es alles anschaut, und das ist ein guter Katholik, Messi hat auch ein Priapokrat-Audienz beim Papst gehabt, wie Ronaldo ein guter Katholik ist, eigentlich eine Abschwachung eigentlich von die Ehre, die nur Gott zukommt. Und was tun Menschen gerne? Die wollen selber gerne Ehre bekommen. Daniel ist ein gutes Beispiel. Die hat in Daniel 2 die Traum und die Erklärung an Nebukadnezar erklärt. Was doet Nebukadnezar? Die gibt ihm Opfer, die opfert an ihm. Und Daniel akzeptiert das. Und das Folge davon, Daniel 3, sein Name wird nicht erwähnt. In alle anderen Kapitel wird sein Name erwähnt, dann 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aber nicht in Kapitel 3. Strafe, weil er hat, als er das Gott Ehre gegeben hat, sich selber von Nebukadnezar ehren lassen. Das ist die Sünde von Daniel. Genau. Er hat es angenommen. Genau, das ist das Problem. Mhm. Und das ist auch, wenn Leute, weißt du, du kannst dann Leute zum Herrn führen, du kannst ein Segen sein, Gott nützt dich, oder ein Mund, oder als Prediger, Lehrer, dann sagst du, hey, danke für den Prediger, ich sag, ja, gerne, dank dem Herrn, sag ich. Dank dem Herrn. Weil er nützt nur ein Mann, um sein Wort an andere weiterzugeben. Und man muss versucht eigentlich dafür zu sorgen, dass du als Arbeiter des Herrn nicht an die Seite geschoben wird, dass Gott es nicht mehr gebrauchen kann. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du kannst dein Heil niemals verlieren, aber Gott kann durch unbekannte Sünde schon dich an die Seite schieben, dass du weiter nicht zu seiner Ehre benutzt wird. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Komm nach 1. Korinther 3 als Beispiel. Das sehen wir als Warnung, die Paulus gibt im Neuen Testament. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 26 und 27. Ich laufe aber also nicht aus Ungewisse. Ich fechte also nicht aus, der in der Luft streichet, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Mhm. Ja, man kann predigen, ja, man kann selbst verwerflich werden, wenn man sagt, ich bin nicht beschränkt, wenn man zu viel von diesen, weiß nicht, Dinge, Borex isst und so weiter, das bin ich gut. Ein oder zwei geht schon. Drei. Aber nicht eine ganze Schale. Das passt nicht. Das ist nicht gut. Man kann auch ganz praktisch sagen, wenn wir es persönlich nehmen, im Psalm 27, wir können es auf uns persönlich anwenden und sagen, der Herr in seiner Schönheit ist allzumal herrlich und die Tempel, die hier erwähnt wird, in Psalm 27, ist ein Hinweis zu die Tempel im tausendjährigen Reich und Leute kommen dorthin, um Gott anzubeten, um Gott zu fragen. Und das heißt, es ist ein Hinweis im tausendjährigen Reich zu, wo Leute die schöne Gottesdienste des Herrn anschauen möchten, um seinen Tempel zu besuchen. Das ist im tausendjährigen Reich, nicht heute. Das kommt noch. Und das ist ein Moment, dass alle Völker kommen nach Jerusalem, um den lebendigen Gott anzubeten, zu loben und zu danken. Und wenn das heute passiert, dann müssen wir nach dem Felsendom gehen, wo die Muslime den drittheiligsten Ort haben, in der Welt, nach Mekka und Medina. Und da sollen wir für Rat vergaben. Ein Jude ist nicht mal erlaubt, da einen Fuß zu setzen, dann gibt es Weltkrieg Nummer 3. Die Situation aber nicht in der Zukunft. Dann in Vers 5 wird einem Felsen erwähnt und du hörst mich auf einem Felsen. Dieser Felsen ist ein Hinweis zu dem Herrn Jesus Christus. Komm nach 5. Mose 32, Vers 4. Er ist der einzige wahre Felsen. Es ist nicht Petrus, wie die Kirche Roms so falsch sagt. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 4. Er ist ein Fels. Es ist nicht Petrus, es ist Gott. Seine Werke sind unsträflich. Alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und fromm ist er. Er ist unseren Fels. Und unser Fels ist nicht wie der Fels von Rom und der Fels dieser Welt. Vers 31 von 5. Mose 32 sagt, unser Fels ist nicht wie ihr Fels von Rom, die falsche Fels. Das sind unsere Feinde selbst Richter. Mit anderen Worten, unser Fels ist Jesus Christus, der Fels von Rom, eine falsche Kirche, ist ein Simon Petrus, die ein normaler Mensch war, und die wird von Jesus in Matthäus 16, 23 genannt, Satan. Satan weicht von mir.
wird Petrus angesprochen. Und das ist ein großer Unterschied. Also unser Vers ist Jesus Christus und er geht immer mit uns mit, wie damals auch Jesus mitgegangen ist mit das Volk Israel durch die Wüste. Dann in, wichtig für uns persönlich, ein anderes Fundament kann niemand legen, dass das Jesus nun dein Fels ist. Und schlussendlich, wenn du die zwei Beispiele von zwei Männern, die wollten ein Haus bauen, eine auf dem Sand, da kommt der Sturm und der Wind und das Wasser und das Haus, das zerfällt. Und der andere fängt an zu graben, muss tief graben und fängt an, auf einem Felsen sein Haus zu bauen. Das hat zu tun mit diejenigen, die sagen, mein Glaube muss ich nicht bauen auf Religion, Orthodoxismus, Katholizismus, Protestantismus, Mohammedanismus, all diese Ismus haben nichts für dich getan. Die muss gegründet sein auf Jesus Christus. Er ist der wahre Fels. Wenn ein Glaube auf ihm steht, dann ist das für ewig wert und kann niemals zerstört werden. Dann lesen wir in Vers 8 von Vers 7 vom Psalm 27. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und höre mich. Das heißt, das können wir persönlich anwenden. Du bist in Problemen, du bist in ein Krankenhaus, du sitzt vor dem Tod. Wenn du deine Stimme erhörst, hört Gott immer. Wie die Mörder am Kreuz, da sagt Jesus dies und dies, und dann sagt der Mörder, Herr, gedenke mir, wenn du in ein Reich kommst. Was sagt Jesus? Heute sollst du mit mir im Paradies sein. Gott erhört immer eine Stimme, wo auch auf dieser Welt, von einem kleinen Kind bis an eine Person, die nahe stirbt, die ins Krankenhaus kommt, bitte hilf mich. Und Gott hört so oft das Gebet. Wie oft vergessen wir, dass wir Gott vergessen zu danken, wenn wir ihm angerufen haben und er hat uns ausgeholfen. Dann denken wir, oh ja, na, das ist Zufall oder das ist zufälligerweise so gewesen. Nein, kann eine direkte Antwort von Gott sein auf ein Schreien zu ihm. Und ab und zu denke ich oft, weil wir so stur sind und undankbar sind, Gott erlaubt ab und zu, dass wir in schwere Situationen kommen, dass wir gezwungen sind, ihm anzurufen, weil niemand kann uns helfen. Nur er. Und wenn du durchkommst, dann weißt du, das war Gott. Er hat mich ausgeholfen. Das kann finanziell, das kann gesundheitlich, das kann in einer Beziehung sein. Das macht nicht aus wie. Gott hilft immer. Wir müssen nicht vergessen, ihm dann auch dementsprechend zu danken. Amen. Dann in Vers 8, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, sagt Gott zu diejenigen, zu uns, zu Juden. Darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Ein Antlitz suchen, ein Angesicht suchen, ist einfach im Namen Jesu zu ihm kommen und alles, was du auf dem Herzen hast, ihm sagen. Und ihm fragen, Gott, bitte offenbare mich durch dein Wort. Und Gott sagt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Absolut wichtig. Und ab und zu, unabhängig wie viel Glaube du hast, du kannst nicht über Wasser laufen, du kannst nicht Leute von den Toten auferwecken und so weiter. Aber es gibt eine Menge Sachen, wenn du betest, gesundheitlich, mit Familie, zukünftige Sachen, finanzielle Sachen, du betest und Gott kann und will dich helfen. Aber er will, dass du sein Angesicht suchst. Und oft sind wir so dumm und stumm und beten wir einfach nicht. Aber wenn du nicht betest, bekommst du nichts. Wenn du betest, kann Gott gerne sein Segen geben. Warum? Er ist ein gebender Gott. Er ist nicht ein Gott, der nimmt. Er ist ein gebender Gott. Ich war ja ein paar Jahre her in Indien und da war ich, ich hatte so einen Computer mit so einem Bildschirm, da kommen alle Bilder rauf, wir haben Bilder von Jesus Christus. Und hin hat er so angeschaut und gesagt, hey, wer ist das da? Sage, das ist Jesus Christus. Er sagte, das ist dein Gott. Sage, ja, das ist mein Gott. Und ich habe auch einen Gott, sagte er. Gar nicht. Gar nicht ist der Mann mit einem Menschenkörper und ein Kopf von einem Elefanten, Elefant. Gar nicht. Ja. Der Gott von Reichtum, die wird alle immer geopfert, da muss man immer Speise opfern und Trank opfern bringen für diese Statue da. Und dann kannst du mit finanziellen Sachen gesegnet werden. Und ich sage so, ja, das ist mein Gott, ist Jesus Christus. Ah, interessant, sagt er. Aber er gibt dann Millionen Götter. Dann sagt er, was musst du deinem Gott geben? Sagt er, man muss nicht geben. Er hat sich selbst für mich gegeben. Aber er hat mich geliebt. Was sagt er? Was? Du musst deinem Gott nichts geben, ich muss ihm opfern. Trankopfer, Speiseopfer, alles Mögliche. Wie bei uns. Ja, genau. Feste, Trankopfer, genau, Speiseopfer. Genau, 44 von diesen Tagen. Genau. Gefahren der Kinder Gottes. In den Namen von Heiliger Petrus oder wie so geleistet.
Und da heißen sie Ganesh oder Durga oder Shiva oder Vishnu oder Brahma und so weiter. Oder Kali. Und ich sage, nein, mein Gott fragt nichts, er hat sich's für mich gegeben. Na, gesagt, die muss ich auch kennenlernen. Ich habe ein bisschen Evgenium erklärt. Und das ist der Unterschied. Unser Gott ist ein gebender Gott. Die Welt nimmt, der Teufel nimmt, die Heilige nehmen, Gott gibt. Das größte Unterschied. Und das ist Gnade. Vers 9. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht und tu nicht vor mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Erweise mir deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meine feine Willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeuge wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Und dann am Ende, ein sehr wichtiges Vers, um auswendig zu lernen, harret bedeutet wartet, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, also nicht entmutigt, und harre des Herrn. Wartet auf ihn und er will schlussendlich alles in Ordnung bringen. Ab und zu siehst du nicht, wie Dinge in Ordnung kommen können. Dann denkst du, Gott, ich verstehe es nicht, ich kenne Auskunft. Und der Herr sagt, lass mich kämpfen und du sollst stille sein. Du sollst lernen, im Glaube auf ihn zu warten. Er wird dich niemals verlassen. Und hier in Vers 10 haben wir eine von den größten Verheißungen in der Bibel. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Wir wissen nicht, manche sagen, ja, Davids Vater und Mutter ihn verlassen, wissen wir nicht. Wir wissen, dass schlussendlich wahrscheinlich Josef relativ früh gestorben ist. Maria hat ihn nicht verlassen, aber er musste allein zum Kreuz, die Mutter war nicht dabei. Und es kommen Dinge, dass er schlussendlich Dinge anschauen muss, ohne Vater, ohne Mutter. Es ist in dich und Gott. Und Gott verlässt dich nie. Das ist ganz wichtig. Du kannst enttäuschen in Menschen, in eigene Kinder, in eigene Eltern, in Freude, in Familie. Aber Jesus enttäuscht nie. Das ist absolut wichtig. Er verlässt dich nie. Psalm 23 sagt, wenn ich durch ein Tal von Finsternis gehe, du bist bei mir. Er geht voraus. Er geht mitten durch ein Tal der Finsternis. Auch Paulus bekommt 5-mal eine Warnung vom Heiligen Geist. Geht nicht nach Jerusalem. Was tut er? Er geht nach Jerusalem. Und am Moment, dass er da in der Gefängnis ist, da steht er hier bei mir und sagt, mach dich keine Sorge, ich bin bei dir. Ich gebe dich gerade. Das heißt, er sagt nicht, ja, selber schuld, dass du da bist, ich habe dich 5-mal gewarnt, musst du mal die Folge tragen. Nein, er geht mit ihm durch diese schwere Zeit. Das ist bei uns auch so. Gott geht mit dir in die schwere Zeit, auch wenn es ein Folge ist von eigener Dummheit und Sünde. Jesus verlässt dich nie. Familie, beste Freunde, die verlassen dich oft, wenn es schlecht geht. Jesus verlässt dich nie. Das ist absolut wichtig, niemals zu vergessen. Heute siehst du das mehr und mehr. Mütter, die ihr Kinder verlassen, die ihr Kinder bei in einem Mülleimer platzieren. Frauen, die ihre Männer verlassen, Männer, die ihre Frauen verlassen, Kinder, die ihre Eltern verlassen, die ihre Kinder verlassen, als Waisen hinterlassen und so weiter. Leute, die sich bekeren zu Jesus Christus, jüdische Familie, wird ein Begräbnis gehalten. Wenn ein Jude, die sich bekeert, Jesus Christus wird ein Begräbnis für ihn gehalten von orthodoxe Familie, so von, er ist für uns gestorben. Sadhu Sudha Singh, das war ein Sikh in Nordindien, war reiche, von reicher Familie, hat sich bekehrt zu Jesus Christus, seine eigene Familie hat ihn versucht zu vergiften. Das passiert. Katholiken oder Orthodoxe, die werden dann totgeschwiegen, du gehörst nicht mehr zu der Familie, du bist ein Schande für die Familie, dass unsere Vorväter verraten. Bei der Japaner haben das auch, wo die Vorvaterverehrung sehr stark ist. Jemand kommt zum Glauben an Jesus Christus, weiter die Vorväter zu nochmal zu ehren oder zu anzubeten, ausgestoßen. Schande für die Familie. Schlimmste, was passieren kann bei den semitischen Völkern. Natürlich kann ein Vater und Mutter sein Kind verlassen, seine Zukunft auch verlassen. Aber Gott ist ein Vater von Kindern ohne Vater, für diejenigen ohne Mutter. Und Gott ist so gut als zwei
Eltern, er ist wie eine Mutter und ein Vater für uns als seine Kinder. Und die Liebe Gottes ist viel teuer als die väterliche und mütterliche Liebe. Die ist nur beschränkt. Die ist nur beschränkt in Zeit. Und meine Eltern sind nicht mehr, die sind entschlafen. Aber einmal soll ich sie einmal sehen. Aber die Liebe Gottes in Christus, die immer ist, ist viel stärker, treuer, klarer, direkter, gegenwärtiger, als die Liebe, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Weil die waren oft in Niederlande und ich war hier. Und das kann auch mit eigener Frau sein, die ist dann irgendwo anders. Jesus ist immer da bei dir und in dir durch seinen Geist. Er verlässt dich nie. Das ist ganz wichtig, niemals zu vergessen. Komm nach Psalm 103, Vers 13. Wir lesen da, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Vers 13 vom Psalm 103. Nou, vader, die kümmert zich om zijn kinderen, die schützt ze, die gibt ze Nahrung, dat is zijn verantwoordelijk. En zo möchte er zich erbarmen über diejenigen, die ihn fürchten. We hebben dat gestern oder zondag nog gesproken. Man soll beide zich unterordnen am Herrn, en die Frau soll den Mann, ihr Ehemann, fürchten. Een gesunde Furcht, wie wir een gesunde Furcht gegenüber lebendigen Gott haben sollen. Vers 11 van Psalm 27. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zungen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Wir haben das gesehen bei Jesus Christus. Da kamen zwei Leute, die haben Jesus falsch angeklagt, aber ihr Zorn ist sich nicht übereingestimmt. Das heißt, du sollst auch sehen, als sicher gesehen, als bibeltreuer Christ, was passiert sehr oft heute, sicher hier in der Schweiz und Nordwesteuropa, wird falsch angeklagt. Auf alle möglichen Dinge. Du hast das gesagt, du hast das getan. Oh, ich höre von Draghi, das ist ein Frauenhasser. Dann musst du das mal rechtfertigen. Bei euch sitzen die Frauen getrennt, weil die haben nichts zu sagen. Weißt du, solche Dinge, alles Mögliche. Das ist einfach Lüge. Das ist noch ein kleiner. Ja, wie andere Sachen sein, der Sache. Du weißt fremde Dinge. Und es kommt ein Punkt, dass du sagen musst, weißt du, es hat keinen Sinn, dich zu verteidigen. Wenn du dich mal verteidigen musst, für alles, wovon du angeklagt wirst, das hat keinen Sinn. Einfach richte dich auf Jesus Christus, schau auf ihn, tu deine Arbeit und du sorgst für deinen Charakter, dass du recht tust. Gott sorgt schon, dass der Ruf schlussendlich in Ordnung kommt. Aber am Anfang ist nicht so einfach. Dann denkst du nach einiger Zeit, wow, diesen Afterrede, diesen blöde, das ist echt da, um Charaktermord zu pflegen. Und am Anfang fallen viele in diesen Fall. Und die verlassen dich. Die denken, schau, ist das schlimm oder sie ist böse. Tratschen. Ja, tratschen. Und das ist nicht so einfach, das kann sehr schmerzen. Ja. Und ich kenne das. Und dann, das hat Jesus auch natürlich erlebt, aber das gehört in die Nachfolge Jesu Christi. Wir müssen schon sagen, dass es ungerecht ist, dass wir nicht selber in unserem eigenen Blödsinn getretscht werden. Aber oft ist es so, dass da einfach falsche Lüge verbreitet werden. Zu Unrecht. Ja, sehr ungerecht ist das. Ja. Und besser ist dann einfach zu sagen, es ist nicht gerecht, was es einfach und einfach keine Zeit daran verbinden. Want da kann man nur mehr enttäuscht verbietet werden eventuell. Das ist es alles nicht wert. Aber Feinde sind da, die haben Jesus angeklagt, die willen auch dich anklagen. Hier in Vers 13 lesen wir dann, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Im Lande der Lebendigen. Das ist eigentlich Kanaan, dass der Überrest Israels das Gute sieht, obwohl das ganze Land in der nahen Zukunft von Antichrist zerstört wird und Leute werden da Jüdinnen werden da gegessen und werden da geschlachtet in einem neuen Holocaust. Doch sagt David im Bild, einmal werde ich das Gute des Herrn im Lande des Lebendigen sehen, in das Land Kanaan oder Palästina. Komm nach Hebräer Kapitel 12, Vers 5. Hebräer 12, Vers 5.
Ich habe bereits vergessen des Trostes, der zu euch geredet, auch zu den Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzeige nicht, wenn du von ihm bestraft wirst. Das heißt, ab und zu brauchen wir was? Eine Züchtigung. Dass wir sagen, hey, das ist nicht gut, was wir tun. Wir sind lau geworden, wir sind nicht feucht für den Herrn. Wir möchten nicht vom Herzen ihm nachfolgen. Und ab und zu sagt der Herr dann in Vers 12, darum richtet wieder auf die lässige Hände und die müde Knie. Tut gewissen Tritt mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchele wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werden. Jagt nach dem Frieden gegen jeden Mann unter Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein Hinweis zu Trübselheiligen, die müssen heilig leben, wie die fünf weisen Jungfrauen. Und wenn sie Jesus erwarten und heilig leben, dann werden sie den Herrn sehen, werden sie entrückt werden. Aber ganz praktisch für uns, Vers 15, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbige verunreinigt werden. Mit anderen Worten, wenn du Dinge einstecken musst, wo Leute verleumden dich oder tratschen oder körperlich greifen dich an und so weiter, kannst du bei einem Punkt, um das zu verbieten werden, sagt Gott, warum? Warum erlaubst du das? Warum ich? Hey, du denkst, du bist der Einzige dann. Und wenn die Wurzel anfängt zu wachsen, kann es Unfrieden anrichten und kann es wie ein Krebs die ganze Umgebung verderben. Mhm. Das kann eine Gemeinde auch so sein. Und ich habe das ein paar Mal gesehen, eine Gemeinde ist eben verbietet und so weiter, fängt an zu tratschen über alle möglichen Leute, dann musst du dann direkt eingreifen, das geht nicht. Das ist in einer Familie genau das Gleiche so. Mhm. Und dann musst du sagen, das geht nicht und patz, und dann musst du das, die Person sagt, das ist nicht recht, betet darüber, dass ein Herr die Sünde von Verbitterung also die bekennt bei ihm und dann, dass er fragt, Herrn, hilf mir mein Herz in Ordnung zu bringen, dass ich nicht verbittet werde, aber dankbar bleibe, in der Gnade stark. Das ist eine schwere Sache, weil in der Nachfolge Jesu wirst du so attackiert und angeklagt, dann musst du lernen, nicht verbittet zu werden, aber dankbar zu bleiben, einzustecken, weil was hat Jesus für uns getan am Kreuz? Und das Gleiche. Wurde nicht verbittet. Wurde nicht verbittet auf Pontius Pilatus, auf Herodes, auf die Führer von der jüdischen Rat. Er hat einfach gebetet für die Mörderer, noch jemand zum Herrn geführt, sich gekümmert um Johannes, um seine Mutter und so weiter. Hat immer ein Herz für andere gehabt. Er wurde niemals verbittert. Das kann nur Jesus in uns auswirken. Nun, das letzte Vers im Psalm 27 ist ein Vers, was man eigentlich auswendig lernen kann oder muss nicht, aber es ist ein schönes Vers. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das heißt, warte auf den Herrn. Gott muss nicht auf uns warten. Warum soll er? Wir müssen auf ihm warten. Und wenn du auf ihn wartest, lernst du eine Sache. Er beeilt sich nicht. Er ist niemals in Eile. Niemals sehen wir in den Evangelien, dass Jesus sich beeilt. Stärker noch, wenn Maria und Martha sagen, bitte komm schnell, weil Lazarus unserem Bruder ist, was tut er? Bleibt noch ein paar Tage da. Und dann kommen wir da, ist er 4 Tage, hat er schon tot. Und sagt Maria, na, ja, wo warst du dann? Mhm. Er beeilt sich nicht. Alles geht auf seine Art und Weise. Und wir müssen auf ihn warten. Und das Schlimmste, was dein Fleisch nicht will, ist auf ihn warten. Na, du kennst ja seine Situation. Da kommt wieder etwas dazwischen mit der IVC. Ja, Wahnsinn, Bruder. Und dann sagt noch einer, denkst du, weißt du, Herr, ich habe es nicht unter Kontrolle, ich kann darüber beten, ich warte, ich lege es ab und du musst es mal regeln. Du kannst nichts tun. Ich kann nichts, ja. Du kannst noch Einsprache erreichen und so, und dann ist es wieder irgendwo bei einem Gericht oder so. Und dann müssen die anderen dafür entscheiden. Schlussendlich sagt der Herr dann, ich sorge, dass du das bekommst, worauf du recht hast. Vertraue mich einfach. Und das weißt du schon, dass du das tun musst. Aber um das Herz in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was du weißt, was richtig ist, das ist ein großes Problem. Und das ist nur, dass der Herr Dinge uns lernt in die Schule von Gott, dass wir gezwungen sind zu warten auf ihn. Andere denken, ich brauche eine christliche Ehefrau, einen christlichen Ehemann, der sagt, wartet. Das kann ein paar Jahre dauern. Ein paar Jahre, Gott gibt Gnade genug, um zu warten auf die Richtige. Du kannst besser länger auf die Richtige warten, dann zu schnell zugreifen und mit der Forschung die Rest deines Lebens verbringen müssen. Warte auf den Herrn, das ist ganz wichtig. Und sei getrost und unverzagt.
Das heißt, Jesus durch seinen Geist tröstet dich, er macht dich unverzagt und dann wieder Haare des Herrn. Haare können wir tun, der Herr tröstet uns, gibt ein unverzagtes Herz durch seine Gnade. Das heißt, als Bibelgläubiger ist nicht so, dass man sagt, ich habe eine gute Bibel, ich habe viel Bibelkenntnis, ich kann das Wort recht teilen. Gott lässt sich auch in die Schule Gottes auf ihn warten. Und dann lernst du sein Trost und sein unverzagten Herz, sein gnädigen Herz. Und das heißt, wenn wir die Heilige Schrift haben, verlangt er auch, dass wir dementsprechend einen Wandel haben. Auch ein Trübsal, die anders reagiert als ein fleischlicher, weltlicher, junger Christ. Das ist in der Schule Gottes, die wir alle durchlaufen müssen. Das ist oft verbunden mit Trübsal, mit Leiden. Aber dann genau kommen wir näher zu Jesus und verstehen wir das Herz besser, als dass wir nur Bibelkenntnis haben, so einen großen Kopf und so ein kleines Herz. Wir haben ein großes Herz, aber auch an Kenntnis von Gottes Wort, um das Wort weiterzugeben. Wenn wir das tun, dass der Herr sagt, aber du kannst aus Erfahrung sprechen, du bist durch diese Schule Gottes gegangen, wie Jesus musste als Mensch leiden, weil er musste ein Ding lernen, dass er niemals lernen konnte als Gott im Himmel. Das ist Gehorsam. Er musste Gehorsam lernen. Das kann er nicht als Gott, das hat er als Mensch lernen müssen. Durch was? Durch Leiden. Und so müssen wir das auch lernen. Durch Leiden auf den Herrn lernen zu harren.